Ja, und damit auch von mir ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu Mario Kart 64. Wie gewohnt beginnen wir mit 150 CCM und nicht mit 50 und 100, weil es unnötig Kinderkacke ist, mit Luigi und dem Mushroom Cup. Erste Strecke, Luigi's Raceway. Und ja, was kann man zu diesem Spiel sagen? Man könnte sagen, dass ich es sehr, sehr selten gespielt habe. Beziehungsweise das Spiel schon sehr alt. Und das, glaube ich, zweitälteste Mario Kart. Das erste war Super Mario Kart auf dem SNES. Was auch noch kommen wird. Und die Frage, warum mache ich das jetzt? Nun ja. Ich mache das einfach aus Spaß und als kleinen Auftakt zu Mario Kart 8, was 2014 hoffentlich erscheinen wird, worauf ich schon so gehypt bin und es kaum erwarten kann. Ja, da gibt's jetzt eigentlich nichts zu sagen. Wie gesagt, bis jetzt das einfachste Mario Kart. Oh Scheiße, das war Scheiße. Keine Ahnung warum, aber meiner Meinung nach das einfachste, weil das schwerste ist Super Mario Kart, also das erste, und keine Ahnung. Naja, mal sehen, wie ich mich dann in den anderen Mario Kart schlage. Und wir werden ein bisschen Revue passieren lassen, uns alle Strecken ansehen, ein bisschen bewerten. Man kann ich auch noch ein paar Sachen zum Neuen sagen. Wenn es klappt, werde ich auch Gäste dazu holen. Und ja, es gibt 4 Cups mit je 4 Strecken. Nicht so wie im alten Teil 5 Cups mit 5 Strecken. Retro-Strecken gibt es auch noch nicht. Gibt es erst seit dem DS-Teil. Und ja. Die Musik kennt man eigentlich aus Mario Kart Wii und Mario Kart 7. Ja. Number one. Richtig, Luigi. Also, große Fahrunterschiede gab es da eigentlich auch nicht. Wirklich. Und ja. Nur die Gewichtsklassen, wie gesagt. Du kannst jetzt nicht mit Torten, Bowserram, da prallst du ab. Ist aber eigentlich auch logisch, oder? Und die Farm, die wurde ja auch in der Wii-Version neu gemacht, also ganz neu, so eine ähnliche, die ich ziemlich abfeier. Kumu-Farm. Und ja. Gespielt wird das Ganze übrigens auf dem Project 64, sorry, Emulator. Weil es jetzt meiner Meinung nach der beste ist. Und gezockt mit einem Xbox 360 Controller. Deswegen ist das Feeling auch ganz anders als mit einer Nintendo 64, die ich bei mir auch zu Hause stehen habe. Mit ganz vielen Spielen. Alte Retro-Sachen halt. Und ja. Ja, bei Mario Kart 64 ist es schwer, das Geschehen zu kommentieren, weil es eigentlich ziemlich simpel und einfach ist. Die Items kennt eigentlich so ziemlich jeder. So, hier hätten wir jetzt zum Beispiel den grünen Panzer, der einfach wild durch die Gegend fährt, den man auch hinten schießen kann. Wie man lustig ist. Ja, ist die Musik nicht herrlich? Ich mag die Musik. Und wieder Erster! Number one! Ah ja, wie man sieht, kriegt nur die ersten 4 Punkte. Und wenn man nicht Vierter geworden ist, muss man das Rennen, glaube ich, nochmal neu machen. Ich könnte mich natürlich auch irren und deswegen verbreite ich lieber mal keine falsche Information, aber oh, das war doch mal ein geiler Drift, oder? Und ja. Wer da mehr weiß, kannst du mal in die Kommentare hauen. Ne.
Boah, das ging nochmal ziemlich schnell, die Runde. Nehmen wir mal den anderen Weg, wenn wir lustig sind. Und ja. Und die Strecke finde ich eigentlich auch ganz cool. Mit dem Meer und den Krabben. War halt ziemlich innovativ und das erste Mal, wo Mario Kart hat, so richtig Mario Kart-Tick aussah. Wenn man das mal so sagen kann, weil wenn man den SNES-Teil kennt, also den SNES-Teil, deswegen auch klasse ausgewichen. Dann weiß man, was Trash ist. Für die damalige Zeit ist es sicherlich auch richtig gut gewesen, aber nicht unbedingt besser als F-Zero. Wobei wir zu F-Zero auch noch kommen werden, in einem anderen. Toll. Ja. Aber auffällt, dass es jetzt ziemlich wenig FPS läuft. Hört ihr das auch? Armer Luigi? Hä? Warum Armer, wenn er Erster geworden ist? Das verstehe ich nicht. Oder er sagt, I'm a Luigi. Kann natürlich auch sein. Aber ja. Oh, die Kalimachi-Wüste. Die habe ich auf dem 3DS kennengelernt und seitdem ich die ein paar Mal gefahren und gesuchtet bin, wie ein kleines Kind, habe ich beschlossen, nochmal den N64-Teil zu spielen. Und das war genau schnell. Das ist nämlich ziemlich genial, nämlich fährt der Zug da durch und wir müssen dann warten. Und deswegen lohnt es sich natürlich, schnell zu sein und vor den Zug zu kommen und dann am besten noch alle anderen warten lassen, weil man dann halt schon einen kleinen Vorsprung hat. Die Strecke finde ich ziemlich geil. Ist auch einer meiner Lieblingsstrecken aus der N64. Halt aus Mario Kart 64. Ups. Ich hoffe, die Tasten brauchen jetzt zu sehr. Und ich hoffe, ich bin auch nicht zu leise. Ich werde die Musik wahrscheinlich leise machen. Das meine ich, da muss man warten. Aber naja. Kann man nichts machen. Also wie gesagt, wird es auf einem Xbox 360 Controller gespielt. Und ja. Apropos. Ich werde nach dem Projekt, also nachdem 2-3 Parts von diesem hochgeladen sind, gleich mit einem neuen anfangen. Welches ihr entscheiden könnt. Ich werde... Nee, ihr dürft ganz entscheiden. Am besten ein Nintendo- oder Sony-Spiel. Microsoft kann ich nämlich nicht so leiden. Und vor allem auf dem Emulator ist es ziemlich schlecht. Aber hey... Deswegen am besten auch noch eins von Nintendo, weil Sony könnte ich nur PS1-Spiele spielen, weil ich keinen PS2- und PS3-Emulator gefunden habe. Und am besten auch eher Retro-Spiele, weil Wii U und 3DS, nee. Das Bild will ich euch echt nicht zeigen. Aber es läuft doch ziemlich knackig, oder? Oh ja, das war's eigentlich auch schon, ne? 36 Punkte, maximale Punktzahl. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.